Hallihallo, Löschen, und ein wunderschönes Willkommen zurück. Was? Wieso hast du jetzt mein Raumschiff hier reingeholt? Das stand die ganze Zeit hier. Hey, nein! Damit vorhin losgeflogen. Ja, willkommen zurück hier bei Imperial Galactic, soweit wir mit dem Darky Priest, mit dem Luna, mit dem Dra und mit dem Strobo. Hallo. Und mir. Ja, und wir haben zwischenzeitlich irgendwie was gebaut. Und hier ist gerade irgendwie so ein... Ja, gucke, da ist was Blaues, weil ist farblich dem Zustand von Draht natürlich angepasst. Nein. Ja, Darky hat jetzt ein rot-schwarzes Möppel und irgendwie hat so jeder jetzt sein eigenes. Warte mal, ich gehe mal rüber. Wie kann man das auf der Stelle drehen? Einfach mit der Maus dich drehen. Jetzt hast du angedockt. Ach, ich nicht. Das macht das immer automatisch. Ach nee, jetzt komme ich hier nicht raus. Scheiße. Oh, und ich komme nie auf die Scheiße hier. Ich komme nie auf die Scheiße. Ich sehe halt jetzt nicht rückwärts, wo ich hin muss. Keine Ahnung. Wie kann man das am besten machen, dass man mal rückwärts fliegen kann? Du drückst V? Ja. Ach komm, ich mach da vorwärts drauf. Wurscht, Hauptsache. Das ist ja egal, du kannst ja dann... So eine Dock sein. Boah, jetzt flieg doch da vorbei, was hat er denn? Strobo hat sich ganz schön fett gemacht, oder? Oh, zieh mal zu. So, hab gedockt. Ja, okay. Mach mal Y. Gut, dann alle Mann in ihre Schiffe. Ich bin da. Warte, ich muss auch erstmal in mein Schiff. Na, nur du hast jetzt das... Komm, steig da ein jetzt. Der hat jetzt das Hauptschiff ausgemacht, ja. Moment, ich muss noch auf meins. Ich hab einen Weizenweg. Jetzt macht man nicht so schnell. So, ihr habt ja gesagt, ich soll Y drücken. Ui, ich hab das. Ach, naja, aber da nie auf der Base. Noch nie. So, ich steig mal ein. Bitte. Ja, alle in den Schiffen? Ja. Alter. Ich mit dem Möppel mal ab. Wie mein Tarnkappenbomber einfach kein Licht hat, was ja völlig logisch ist. Der letzte wieder an der Basis die Türe nicht zugemacht. Ja, ist egal, lass auch so. Da, du hast deinen Mini-Miner vergessen. Alter, wie das aussieht. Alle Spieler müssen die gedockten Schiffe verlassen, um fliegen zu können. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft. Dann müssen wir also brauchen wir ein paar Sitze. Scheiße. Da unten verkehrt rum klebt übrigens der Draht dran. Da klebt der Luna dran. Oben drauf kleb ich. Da unten ist der Darky. Das sieht man jetzt durch die Kameraperspektive ein bisschen schwierig. So, wir und brauchen der Strobo. Jetzt alle Sitze hier drin. Geil. Na, schade. Na gut, sollte er eigentlich aber auch kein Problem sein, oder? Nee, wir nehmen jetzt einfach die Blöcke, die setzen wir einfach irgendwo stumpf da unten dran und gut ist. Ich weiß nämlich nicht, ob du mit offenem Cockpit raus kannst. Ah, ich fall schon wieder runter. Also wenn es hart auf hart kommt, habe ich schon mal einen weiten Weg zu meinem Flugzeug. Und wenn es angeschossen dann wird, dann... Doch da oben. Nee, geht ja nicht. Haben wir denn hier, naja, in das Ding irgendwas reinbauen? Du glaubst doch wohl nicht, dass ich mit dem Warpschiff lande. Nein, du sollst ja auch nicht landen. Ja, siehst du. Da willst du das im Orbit lassen oder was? Ja. Vor allem, warum, wer hat denn das vor allem ausgemacht? Wieso? Ich stell das Ding einfach am Nordpol ab oder am Südpol, dann wissen wir, wo es ist. Das Ding hat doch einen Punkt. Also ich finde meine Schiffe immer wieder. Ich habe meine Schiffe nicht wieder gefunden. Wenn nicht, können wir mit unseren... Nee, überhaupt Schiffen nicht. Das du aus, mach dann nicht einfach die Türe mir vor der Nase zu. Das ist eine Automatiktür. Nee, meine Dextrierungspistole ist einfach verschwunden. Hast du sie weggeworfen aus Versehen? Ich hab sie nicht. Einfacher sitze da. Ja, ich tu mal kurz, wie nenn ich den hier? Wie kommst du eigentlich da hoch immer? Na, so hier, ich warte, bis mein Jetpack aufgeladen ist und dann komme ich hier hoch. Da oben baue ich jetzt auch die ganzen Sitze. Wo oben? Ah, nicht dort, wo mein Flugzeug steht. Nö. Na, dann ist ja gut. Wo konnte man sein Vessel umbenennen? Wo war das? Rename Crew? P, nee. Rechts unten. Rechts unten? Im Schiff P, rechts unten. Da wurde auch privat eingibst, da in der Höhe. Bei Statistik? Nö. Gibt's auch irgendwo das Schiff für den anderen Fall? Ach, hier, ja, Name, okay. Da ja, ist der Name auf dem Schiff. Ja. Du triffst nicht mich, du triffst ihn, ne?
Ja, das wollte ich ja auch. So. Hm? Ich brauche jetzt nur noch Platz, wo die ganzen Kuppeln hinsetze. Ja, ich habe gerade schon... Na, die Frage ist, ob es geht, wenn es... Ob es drin geht oder ob es nie geht. Also, ob das in einem Raum sein muss oder nicht, ist jetzt die Frage. Nein. Deswegen habe ich ja gerade welche gebaut, die auf jeden Fall funktionieren. Ja, hier dazwischen wäre natürlich praktisch. Praktisch? Moment. Ja, wir warten. Oh. Strobo, ich kann mit dem Schiff wegfliegen. Ich häng... Ich ist ja offen für alle. Ich hatte einen Hänger. Strobo, ich kann mit deinem Schiff wegfliegen. Flupp. Warum? Warum hast du das nie einfach hier dazwischen gebaut? Nee. Was baust du denn jetzt? Ah, scheiße. Fall doch nicht weg. Bau doch einfach da, wo ich das bin. Ich hasse das, wenn du das nicht... Ach, ich laufe hier so langsam wegen den Fahrstühlen. Deswegen also. Warum kann ich euch denn nicht hier hinsetzen? Warum? Weil ihr für grün und für blau seid. Hä? Warum baust du denn falsch? Ich habe die falschen gebaut. Aua, ich falle. Au. Wo baust denn du hier gerade was? Ich sehe dich nicht. Gar nicht. Kleines Raumschiff? Bin warum, hier unten warum, Keller. Warum sehe ich den Namen von meinem Tarnkappenbonbon? Nee, das ist ja doof. Wo ist denn hier ein Keller? Wo ist denn hier im... Egal. Wir brauchen Sitze für Rot, sehe ich das richtig? Hä? Wir brauchen Sitze für großes Raumschiff. Für habe ich keine. Für Gelb. Ist mal welche. Warum habe ich keine? Sozusagen für Gelb, kann man so deuten. Technikbaum. Warte mal, hier. Klick. Klick, na, hier sind klick, die da Passagiersitze. Ach man. Lass dich doch drehen, es fehlt doch nicht mal viel. Das sind die gelben? Ja, ja. Ja, die gelben habe ich ja gesagt. Hier habe ich Passagiersitz gelb. Ja, dann habe ich, vier bei euch. Ja, wir sind aber zu... Ach so, einer sitzt der... Ja. Falschen. Wer ist denn jetzt schon wieder angedockt, sagt er mal? Du Strobo? Nein, ich. Ja, was ist? Wenn du das Schiff noch ein bisschen aufrüsten möchtest, hier in der Waffenbox, nee Quatsch, in der Baublöcke-Box liegen noch zwei Miniguns für kleine Raumschiffe. Naja, brauche ich eigentlich jetzt nicht. Strobo, dein Ding ist immer noch an, ne? Ja, das verbraucht die ganze Zeit Strom, dein Flugzeug. Ja, dann muss ich... Reinsitzen und Y drücken. Oder du stellst dich bloß drauf, ja. Das reicht auch. Entweder reinsetzen oder draufstellen, eins von beiden. Toll, jetzt kommt mir nicht mehr rein. Luna hat sein Schiff auch mittlerweile privatisiert, ne? Drecksau. Ja, ich habe meinen Namen angeschrieben. Ja, okay. Ich habe auch einen Namen gegeben meinem oben, aber das sieht man nie. Meins heißt eigentlich der dunkle Keks, aber... Nee, ich meine, ich habe meinen Namen draufgeschrieben auf das Schiff. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Luna 3009, Entschuldigung. Ja, ich wollte jetzt nicht noch mehr rummehren, weil ich ja dachte, es geht jetzt los, aber... Ja, warte doch, ich bin doch gleich, verdammt, jetzt mecker doch nicht. Na doch. Wir haben uns heute noch gar nicht angeschrien drauf, weißt du das eigentlich? Das fehlt heute noch ein bisschen. Wird ja mal Zeit. Ich trinke erstmal was. Auf den Schreck. Mhm. Warte mal, wie funktioniert die Plasmakanone? Warte mal. Achso, ja, und ihr seht, ich habe ein bisschen Munition. Ja. Wayne. So, ich habe vier Sitze auch mitten im Cockpit. Jetzt findet sie. Oh, jetzt haben wir auch noch Ostern. Einfach durch die Tür reinkommen, alle neben dem Captain. Attacke. Zwei Sitze vorwärts, eins rückwärts. Das ist okay. Hier oben drüber hängt noch einer. Da an der Decke. Was? Echt jetzt? Ich habe keinen anderen Platz mehr. Das ist ja geil. Ey, ist ganz oben? Ja, ich will verkehrt rumfliegen. Warte, über Dagi. Ja, siehst du so. Jetzt habt ihr hier noch einen unten und dann noch einen oben. Attacke da rein, aber ganz schnell.
Da gehen wir was schlecht. Da oben ist doch einer. Daki, wenn mir schlecht wird, muss ich kotzen, ne? Das weißt du. Du sitzt genau unter mir. In der Kapsel in der Mitte vom großen Schiff. Alter! Komm ich da rein? Rückwärts und hier, auf den über Kopf. Die Seiten, über die yeah. Ich hab doch über den Fahrstuhl. So, geht los jetzt. Gib Gummi mit deinem komischen Netzstecker, der hier. Ja, wenn jetzt noch einer kommt. Wo ist er denn, der Strobo? Wer denn? Das sitzt doch... Nee, egal. Lass ihn da. Kann ich hier was abholen? Vor allem, wer hat... Unten zu deinem Raumschiff. Vor allem, wer war denn so schlau und hat die Base ausgemacht? Die kann sich ja jetzt super selbst verteidigen. Ach, ich hab Eingang gefunden. Boah, ernsthaft? Jetzt bin ich der Letzte, der unten steht? Ich glaub's ja nicht. Du bist Letzte da. Sag mal, Dra, kannst du mal hinmachen? Ja... Du hast deinen Parkplatz gefunden. Da oben an die Decke mit dir. Boah, Leute. Da. Prima, sitzen bleiben. Ist die Base jetzt echt aus? Nein, die ist an. Bei mir leuchtet sie. Echt? Bei mir leuchtet sie auch. Echt zappenduster aus. Dann hast du ein Lampenproblem. Ja, du bist mit der Kamera draußen. So, ich versuche jetzt nochmal abzuheben. Oh, geil. Ja, außerdem, wenn ich die... Was machen wir jetzt eigentlich überhaupt? Wir versuchen jetzt auf einen anderen Planeten Orbit zu fliegen. Mir wird der... Okay. Zum Glück gibt's eine Außen... Zum Glück gibt's eine Außenperspektive, ey. Sonst starrst du ja nur sinnlos die Wand an. Die Außenperspektive. Ja, mit... Weißt drück du, wie mal das alt, aussieht, wie so ein Goa'uld-Raumschiff aus Stargate? Ah, können wir nächstes Mal drüber reden. Wir müssen unbedingt nochmal einen Kreativserver machen. Einfach nur ein paar dämliche Raumschiffe vorzustellen. Der hat der arme Sofa. Obwohl die Goa'uld hätten sich wohl nicht mit diesen komischen Fliegenden... Egal. Das ich mag jetzt. Immer noch die Parkposition von Dra sein Flugobjekt. Ja, die finde ich auch zum Feiern. So, wir stehen hier oben. Meine ist auch hübsch, ne? Jetzt ist ich. Woanders hätte er ohne hingepasst. Wo wollen wir eigentlich, was wollen wir holen? Zarkosium oder Erestrum? Das ist mir egal. Beides. Feuerplanet, ne? Wenn wir Erestrum wollen, dann müssen wir zu Aestos fliegen oder zu Aetis. Aestos, ich muss sagen, Gesundheit ist. Aber. Du gehst dann auf die Map, wählst den zweiten Button auf der rechten Seite aus. Mhm. Dann sagst du Aestos Orbit, klickst du an und unten auf Ziel erfassen. Mhm. Aestos Orbit, da. Difficulty 2,8 AU. Typ Ziel erfassen, tut das? Aber nicht. Wer hat AU? Achso, Orbit. Hast du drauf? Ja, genau, Orbit. Aestus. Erfassen. Aestus Orbit. So, ziemlich genau in der Mitte. Und jetzt guckst du, wo das ist. Du richtest das Schiff darauf aus. Genau. Und drückst und dann K. Achtung, jetzt! Du musst schneller fliegen, um den Warp-Punkt zu aktivieren. Okay. Dann musst du auch noch fliegen. K steht für kacke schnell. Achtung, jetzt! Achtung! Ja. Ich bin drüben und ihr? Ja, wir auch. Direkt vor einem Asteroidenfeld und die Flugzeuge sind noch alle da. Ist doch schön. Das ist nee, halt, mal über den Asteroiden fliegen. Was machen wir? Wir wollen da auf dem Planeten landen. Willst du auf vielleicht diesen vorher Planeten mal vor uns? Ja. Willst du vielleicht vorher mal anhalten, so dass wenigstens einer oder zwei in ihre eigenen Schiffe gehen als Begleitschutz? Dein Warpschiff hat keine Waffen. Ja, und? Ich stehe. Soll ich mal aussteigen? Ja. Okay, ich bin ausgestiegen. Und? Oh Gott. Helm. Ah, hu, ha, hi. Warum kann ich mich nicht bewegen? Warum kann ich mich... Hallo? Drück mal J für Jetpack. Ach so. Ich habe nämlich auch keinen Schwerkraftgenerator auf dem Vieh. Ja, okay. Ist mir egal. Aber das macht's einfacher, dass ich... Egal. Oh Gott. Oh Gott, ich sehe einen Scheiß. Okay, ich bin da gerade weggefallen. Na, ich... Das sieht ja bescheuert aus. Hui. Vor allem muss ich hier in meine kleine Luke reinkommen. Luke, ich bin dein Vater. Ich sitze auf dem falschen Sitz. Ich bin deine Muppet. Was? Luke, ich hab ein Muppet. Scheiße, ich sitze auf dem Beifahrersitz. Hä? Wo bin ich denn? Luna ist schon weggeflogen. Du stehst gerade 5 Meter nach oben geflogen. Ah. Okay. Du stehst über mir. Na, der war jetzt schlau. So? Jetzt bist du rückwärts 200 Meter weg. Ach, so. Die Kameraposition war komisch verdreht, ja. Deswegen habe ich mein Schiff nicht gesehen. So. Ich flieg mal hinterher, ne?
Da ist ja schon das erste Raumschiff unter uns. Ja. Oh. Mhm. Ich zieh zurück. Ein Kilometer vor uns, jetzt genau vor dir. Space Plasma Drohne. Ja, mach's platt. Ja, bin dabei. Alter, geh kaputt! Die ist schon down, kann das sein? Möglich, warte mal, ich gucke mal. Ja. Alter, und ich schieße meine komplette Munition drauf, oder was? Ich steck mal aus und mach sie leer. Ja, okay. Eine Stromspule, Da kriegst du also Stromspulen, ja, schön. Unter anderem. Ich dümpel mal weiter. Ja, ich bin... Wir müssen mich noch gucken, wo an dem Planeten Nord- und Südpol ist, weil ich glaube, die drehen sich nicht. So, Luna, bist da? Ja, oh, gut. Ich bin da. Ja, alles klar. Wobei, ich fliege immer mit dem Ding auf den Boden. Was machst du? Ich lande. Warum? Warum? Ich kann. Mach's lieber nicht, wenn die uns abschießen, dann ist doof. Ja. So, dann gucken wir lieber, wo Nordpol ist, dann fliegen wir da. Ja, ich würde sagen, in die Richtung jetzt, ja. Will nicht in den Kreis rein. Ich denke, du willst landen. Ja, soll ich doch jetzt nicht. Wo ist denn hier der Pol? Unter mir. Stell einfach ein Fahrrad auf die Straße, dann findest du einen. Da ist er. Wirklich, Starkey. Ach komm. So, ich fliege euch einfach hinterher, bis ihr dann stehen bleibt, damit ich euch Gleitschutz oder was auch immer geben kann. So, ne? Hier lasse ich das Ding stehen. Okay. Okay, also jetzt können wir aussteigen, oder wie? Warte mal, ich fliege nochmal auf 600 Meter Entfernung. Kannst du das Ding mal umbenennen in Netzstecker? Kannst du das ja machen. Nein, du müsstest ja wieder aussteigen. So, 600 Meter Entfernung, das ändert sich bei diesem Schiff nicht. Der dunkle Keks. Hiermit dürft ihr aussteigen, macht aber euer Jetpack an. Und einen Helm aufsetzen. Mit Helm, genau. Na, ich höre schon jemanden hächeln. Strobo, Uhu. Uhu, Ulu. Ja, jetzt einfach wieder raus. Boah, Alter, müssen wir erstmal. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt auch die ganzen Drohnen abgeschossen, dass das die einzige war. Hier fliegt sonst keine auf 600 Meter Entfernung am Planeten. Aber wisst ihr, was wir hätten mal machen können? Wir hätten, wenn es irgendwo mal M2 so eine automatischen Geschütze auf das Ding hauen können, oder? Alter, es sollte uns hierher bringen, damit wir das Restium kriegen. Danach bauen wir was Großes, keine Ahnung, aber wir bauen was. Okay. Da ist mein Fliegenschiss. Ups, bin angestoßen. Oh, wieso kann ich jetzt dann hier einsteigen? Muss man das erst anmachen? Nee, ne? Nee, du kannst eigentlich aufs Cockpit klicken und fertig. Wenn du fliegst, immer. Wenn du weiterfliegst, wirst du sterben. Okay. Was? Hä? Wie schön. Nee, ich habe keine Nachricht gekriegt. Wenn ich weiterfliege, werde ich sterben. Kann das sein, dass du gerade ein Strobus-Mobil reinge? Nein. Ich bin... Strobo! Hier hinten in der Decke hing doch einer! So, haben uns jetzt... eingestiegen. Ich? Um uns jetzt alle schön du musst ein bisschen, du darfst nicht ganz an das Schiff, du musst ein bisschen weiter weggehen, da bis F erscheint. So, wer will vorfliegen? Nicht wie gerade rangekommen ist es. Immer wer fragt. Na toll. Alter! Der Tom kann einen Bomber. Einfach runter, oder? Alter, okay. Alter! Aber denkt dran, wir dürfen nicht auf dem Orangen landen. Lava. Okay. Oh Gott, Alter, genau am Pol, ey. Seid ihr irre? Genau das. Ach Gott, ich habe schon irgendwas gefunden hier. Ghost Drone Port oder so ähnlich. Ja. Ja. Ey, wieso fliegt man hier nicht? Oh, Scheiße! Wieso kann man hier nicht fliegen, Leute? Wieso? Klar kannst du fliegen, hä? Nein, ich kann nicht steigen. Ja, shit. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, was macht denn ihr? Mitten in der Lava. Ich lieg hier in der Lava und kann nicht... Ja, ich auch. Ghost Drone Port Mark 2, was ist das denn? Ich komme hier nicht hoch, Leute. Ich auch nicht. Mach mal C oder 300 und 400 Meter neben mir. Ja, C geht runter, ich will aber hoch. Ja, dann wenn ich wüsste, ob mir gerade relativ Pol gelandet, das war ein Fehler.
Wer ist denn das da? Ist das einer von uns? Hallo, 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 wer ist denn das da? Ah, jetzt bin ich wieder da. Das zieht ihn die ganze Zeit. Oh, hier sind voll die Typen, die herumlatschen. Ja, ja, hier ist richtig Action. Ich bin hinter dir, Chris, und ich bin hinter kleines Raumschiff. Also ist das da eine Gegnerdrohne oder was? Ja, und das ist auch eine Gegnerbasis, die auf dich schießt. Wo? Oh. Das Ding, das liegt ja nur vor uns. Oh, ich muss näher ran. Halleluja, was ist denn das? Ja, ich sterbe. Okay, hab eine Plasmadrohne und einen Turm habe ich jetzt weggemacht. Ich geh mal kurz. Warnung, feindlicher Truppentransporter nähert sich. Ja, super. Also da ist ein abgestürztes Raumschiff da hinten. Ja, ich. Nein, nein, noch ein größeres. Also ich würde mich mal kurz um die anderen zwei irgendwie versuchen zu kümmern. Ich weiß bloß noch nicht. Die Türme, ja. Alter, warte, ich lieg hier da genau davor und komm nicht mehr weg. Krieg ich denn zwei Raumschiffe aus der Lade? Guck nach oben und flieg einfach mit W geradeaus. Na, ich bin ja schon gestorben, es liegt jetzt da. Bist du rausgekommen, Dra? Doggy? Ich bin drin. Ich bin rausgekommen, ich habe mit W einfach nach oben geschaut mit der Maus an sich. Wir hatten jetzt das kleine Raumschiff dort, das liegt jetzt in der Lava. Ja, das ist meins. Das ist eins. Kann es sein, dass die Basis kaputt ist? Ja, ich hab's schon, ja. Ja, ich hab da auch schon was. Wir haben gut was draufgeballert. Na, ich hab zweimal Raketen geschossen, da waren die zwei Waffen immer. Die sind auch gut was an Viechern drin, ne? Ja, die sind, Slenders sind hier. Das Ding wieder da raus. Ja, das ist eine gute Frage. Das gucken wir grad nochmal, Moment. Ich muss erstmal aus meinem aussteigen. Ich hätte einen Plan. Ich hätte einen Plan. Und zwar, wer kann gut die Typen steuern hier? Wer kann mit Springen gut umgehen und so ein Scheiß? Wo ist meine Überlebensbox? Gut, Kenner, danke. Ist die Überlebensbox jetzt einfach verbrannt oder wie? Oh Leute, ja. Hey Knusperkopf, na wie geht's dir? Ach, mir geht's gut. Na, Alter, warum hast du mir das Haus noch nicht weggelassen? Die Basis ist tot. Ja. Hier, wo ist denn jetzt mein Zeugs? Sag mal, wie macht man denn nicht, wo bei du dem gestorben bist. Na, mitten in dem Lava-Ding ist es dann verbrannt, oder wie? Weiß ich nicht. Sag komm mal her, Strobo. Ja, ich komme. So. Ach so, warte mal. P. So. Du hüpfst jetzt oben drauf, da müsste irgendwo so ein Loch drin sein im Flugzeug. Was muss im Flugzeug? Ein Loch. Ja. Kannst du reinfallen. So, und jetzt guckst du auf den rechten Sitz und steigst ein. Bist du? Hast du? Moment. Sag mal, man kommt hier sofort zum Boden. Kann man da nicht einfach mal schweben? Na, ey, das macht wirklich keinen Bock hier umzufliegen. Die Schwerkraft ist hell. Da gehen wir nicht so stark hier. Ja, Dagi, wenn nicht hüpfst du, fliegst du jetzt hoch wieder zum Raumschiff und ich nehme dich einfach mit. Ist mir auch egal. Ja, das wäre nett, weil ich kann hier nicht schweben. Ich fall sofort wieder auf. Hast du einen Timer angemacht? Ja. Kannst du mal irgendwie vor, wo, dass ich weiß, wo. Ja. Einfach so, Strobo, warte mal. Ich muss mal was gucken. Nee, so passt's nie. Ah, da fliegst du doch. So, Strobo. Du, das ist jetzt dein Part. Okay, du fliegst irgendwie rückwärts in die Lava. Du müsstest jetzt versuchen auszusteigen und auf dein Schiff drauf zu hüpfen irgendwie und versuche schnell einzusteigen oder so ein Scheiß. Richtung weg vom Planeten. Einfach hoch. Du musst erstmal aus meinem Schiff rauskommen. Seite an die andere Seite. Jetzt. Aber dass die Schwerkraft dann so heftig dort die ist. Wenn so ich mich noch mal ein Stück. Teilweise ist die gar nicht vorhanden und teilweise ist die richtig böse. Ich komme nicht rein. Es ist, geht nicht. Privatisiert? Nee, das ist eins. So, jetzt bin ich draußen. So, Moment. Oberhalb. Such ich dich. Das liegt voll in der Lava drinne. Wir kriegen das nicht raus. Du bist 1,9 Kilometer von mir entfernt, siehst du mich? Ich seh dich, ja, ich seh dich. Genau. Was machen wir jetzt so? Und da rechts ist 1,6 Kilometer noch was entfernt, siehst du das auch? Ja. Und das ist unser Raumschiff, genau über dem Pol, da wo ich es abgestellt habe. Oh je, das wird jetzt witzig zu landen. Ist egal, lande wo du willst. Bum, 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 bum. Opa, voll dran vorbeigeflogen.
Wer ist denn das jetzt hier unten? Ja, Strobo, da müssen wir dir halt ein neues bauen oder was. Ich lande, wo du willst. Bei uns lande ich mit mir redet okay, na, das interessiert okay, dass Strobo sein Dings in der Lava liegt. Doch, aber ich doch, aber was wollen wir denn jetzt machen? Was sollen wir jetzt deiner Meinung nach machen, lieber Knusper? Weißschnie. Ich lande jetzt erstmal mit Darky. Ich lande jetzt erstmal mit Darky auf dem Schiff. Der kann landen. Gehen. Er soll einsteigen, kann er nicht einsteigen. So, Strobo, komm mal her jetzt. Und dann komme ich runter und guck's mir an, was er gemacht hat, was passiert ist. Maximal ist das Schiff verloren, wir bauen ihm ein neues. Naja, ist ja auch verloren. Haben wir ja jetzt schon festgestellt. Haben sie ja versucht. Boah, ich lande jetzt oben drauf. Ja, mach einfach. C drücken, bis du das Geräusch hörst. Ja, Strobo, einsteigen sieht aber anders aus, Dude. So, dann aussteigen und Jetpack nicht. Naja, oder wolltest du jetzt ausmachen. Ja, ist schnell bitte. Aber oh, jetzt lass mich wieder da rein, bitte. Lass mich da rein. So. Ja, ja. Aber jetzt ist groß so, ausgemacht denn wieder. Ich würde nämlich jetzt mit dir derweile mal. Hast du einen Bohrer mit? Was? So. Deins ist aus, ist okay. Du einen Bohrer mit hast. Ja, nee, ich habe ja meine ganzen Sachen verloren, weil ich gestorben bin. Ah, da. Hat irgendjemand einen Bohrer mit oder so? Also ich hab einen Bohrer mit, aber ich bin im Weltall. Moment, Problem 1. Ich hole nur erstmal Dark hier. Nee, mit dem ich hab auch Bohrer. Wir sind ja gleich da. Ich komme ja hoch. Okay, wir gehen jetzt, weil da hätte ich nämlich derweile schon mal mit Strobo Arrestrium, wie auch immer das auch heißt, geholt, Mensch. Ich hab einen Bohrer dabei und bin gerade bei einem Arrestrium-Lager. Na, hast du zwei Bohrer, das ist Strobo auch, weil Strobo hat er nicht mehr. Ich habe leider nur einen mitgenommen. Ja, deswegen, gut, da fliege ich mal kurz. Warte, ich schau mal gleich. Warte mal halt, ich habe Chainsaw. Wir sind übrigens bei 26 Minuten. Filler flattern. Chainsaw, ich Drill. Ne, ich habe nur einen Drill habe ich nur. Ja, So. Jetzt sind wir wieder auf dem Planeten, jetzt muss ich nur gucken, wo die Dein Ernst? Was denn los? Ja? Dagi, drück mal bitte die M-Taste. Oh Gott. Ja? Und guck du mal bitte auf den Planeten mit der Maus rum, wo unsere Jungs sind. Ja, im Weltall, weil genau, ich gerade gesagt habe, ich komme euch in zum... Wieso denn? Ich habe doch gerade gesagt, runter. Willst du jetzt da runter. Oben auch dein Raumschiff abstellen oder was? Nee. Ich wollte einen Bohrer holen von euch. Weil ich gesagt habe, ich komme in den Weltraum und will einen Bohrer holen. Dann fliegt jetzt wieder runter und such uns, Mensch. Oh. Weil das Komischste war, ich bin immer andersrum, genau andersrum, du bist genau oben drin. Drauf zugeflogen und dann habe ich auf jeden Fall im Boden gesteckt. Ja das klar, weil der viel zu hohe Dings hat, viel zu hohe an. Wir sind auf dem Pol runter und der Pol hat uns zum Backen lassen, also in dem Sinne. Jetzt, ja nein, ja genau jetzt geradeaus. Da ist auf jeden Fall einer. Ja, also, ihr könnt ja auf der Map gucken, wo ich bin. Ich bin hier bei dem Arrestrum-Lager und bau ab. Okay, und genau da, Luna, genau. Wir sind jetzt gleich vor Luna. Ja, ne, Strobos Flugzeug. Boah, ich sehe jetzt gar nichts. Da hier unter uns. Ich habe hier übrigens einen Teil von dem großen Raumschiff gefunden. Da war ich schon drin. Kern ist schon kaputt. Hä? Crash da vorne, 400 Meter rechts oben. Kern ist schon kaputt. Alter, der Typ. Dann gehen wir mal mit guten Tag, Tony. Hallo, Tony. Ui. So. Aussteigen oder aussteigen? 42 Restrum-Erz habe ich schon. Uhu. Aussteigen und Schiff fliegen, also laufen lassen. Hä? Warum laufen lassen? Weil ich genug Treibstoff dabei habe und im Kühlschrank Sachen drin liegen. Hier und das mit dem Wegkommen besser ist. Und Strobo, ich würde dir empfehlen, wenn wir schnell weg müssen oder so, dann steig lieber bei Tony ein, da kommst du besser rein. Bei mir ist nämlich schwierig. Guck doch mal, ob bei mir in der Kiste, ob bei mir in der Kiste nicht noch einer, noch ein Bohrer drin ist. Ich dachte eigentlich, ich hätte einen noch extra reingepackt. Bist du ausgestiegen? Ist das hier Arrestrium? Das Grüne. Das Grüne, was da beim Dings hinten leuchtet. Guck mal in mein Loch. Du Strobo, du darfst auch ruhig aussteigen. Du bist jetzt nie gezwungen, hier in meinem Raumschiff sitzen zu bleiben. Während Strobo, ich habe noch einen T2-Bohrer dabei und noch Munition. Moment, ich mach gerade das mit den Technikbäumen kurz. Hä? Jetzt wird's genau unter mir angezeigt. Ist das im Boden drin oder was musst du da machen? Hat noch einen Boden gebohrt. In Tony in der Munitionskiste, in der Kiste hinten, wo das Ding drin war. Okay.
Morgen, ah. Ich bin's. Hallo da. Soll ich dir mal Licht mitbringen? Ich sehe genug. Ja, aber ich nicht. Der T2-Bohrer hat doch eine Taschenlampe dran. Ja, und? Ja. Für was habe ich mir denn mit den Lampen gebaut, wenn ich sie nicht benutze? Aus Spaß. Ja, das weil wir noch Stahlplatten übrig hatten. Weil irgendjemand die Mine abbauen musste. Was? Ja, kann sein. Nö, wo ist denn jetzt hin da? Jetzt mal eine ganz blöde Frage nochmal. Man muss sich jetzt in den Boden reingraben, um da hinzukommen. Ja. Ne? Ja. Ja. Oh, danke, 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 danke. Du kannst aber auch dahin kommen, wo die Leuchte leuchtet. Leuchte leuchtet? Ja. Oder ich kann auch einfach sagen, bye bye, meine lieben Freunde. Und bis zur nächsten Folge von Let's Play. Wie hieß denn das? Tja, du, das verrate ich dir nie. Raumschiffspiel. Raumschiff the Crew. Battlefield One. Genau, evolved. Also, heute mit dabei waren der Luna. Ciao. Der Strobo. Tschüss. Der Dra. Servus. Der Knusper. Tschüss. Und meine Wenigkeit, der Darky Priest. Also danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich habe stachelige Pilze gefunden. Okay. Ihr Schweine.